Okay, dann, okay, das war die letzte Marx-Mission. Das heißt, wir haben die Nebenmissionen jetzt eigentlich soweit alle durch, hätte ich gesagt. Wir gehen einmal kurz in die, ins Zugversteck, weil wir müssen den Safe nochmal leer machen. Da haben wir bestimmt wieder ganz viele Pfündchen drin. Das nehmen wir mit. Besuchen Sie das Zugversteck und sprechen Sie mit Agnes, um neue Zugerinnerungen zu erhalten. So. Hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. Wen interessiert seine Korrespondenz? 21.000 Flocken! Wow! Ich bin ja begeistert. Was können wir denn so kaufen für so viel Geld? Inventar, Waffen, Schusswaffen, Umhänge, Monturen, Farben, Upgrades für Ausrüstung. Wir gehen mal eben in den schwarzen Markt. Früher dachte ich immer, Schwarzmarkt bedeutet tatsächlich... Oh, das ist falsche Richtung. Früher dachte ich tatsächlich, Schwarzmarkt bedeutet, dass die ganzen Stände, die Marktstände, dass die alle so mit schwarzen Tüchern verhüllt sind und so. Das war früher immer Schwarzmarkt für mich. Oder dass die Leute alle in schwarzen Klamotten rumlaufen. Das habe ich mir früher mal so vorgestellt. So, da ist der Schwarzmarkt. Der alte Schwarzmarkt-Heini. So, erstmal alles voll machen hier. Wupsa. Okay. Gut, passt soweit. Schauen wir mal ins Inventar. Upgrades für Ausrüstung. Was können wir denn upgraden? Ach, das haben wir alle schon. Ach Gottchen. Herstellung. Ausrüstung. Gibt es noch irgendwas richtig Gutes, was ich ausrüsten kann? Ah, noch nicht so wirklich, ne? Das können wir ausrüsten, ne? Aber das müssen wir auch herstellen, ne? Ja, 150, haben wir da genug von? Ah, wir haben da genug von, ne? Wir haben da sowas von genug von. Höchster Qualität Eindruck. Was eine Schwarzmalerei, ja natürlich. Okay, legendärer Assassinenhandschuh. Ey, das sieht auch cool aus hier mit dem Sägeschliff da dran. So ein Rambo-Messer. Das Tragen dieses Handschuhs zeugt von großer Erfahrung und unglaublichen Fähigkeiten. Hui! Okay. Und damit werden wir uns wieder einer schönen Eevee-Mission widmen. Wo ist die Eevee? Eevee! Da ist sie. Hinein ins Vergnügen. Sehr, sehr gut. Okay. Gut. Das brauche ich nicht anfangen zu lesen, weil ich lese zu langsam. Gut. Wohin des Weges? Mit deinem Mercedes? Gehen wir da lang. Hui! So, da sind wir. Immer diese schlechten Wortspiele von mir, ne? Wer ist das denn? Wirksamkeit der Medizin, okay. Ist das diese Claire Odier oder wie sie heißt? Miss Fry, eine schöne Überraschung. Ja, das ist sie. Clara Odier. Ich wollte nach dem Rechten sehen, weil die Anstalt schließt. Warum bist du hier? Die Kinder in meiner Obhut sind krank geworden. Unser Tonikum half nicht. Ich bin hier, um... Bist du sicher, dass es dir gut geht? Aber natürlich, Miss. Flora! Ah, du siehst total gesund aus. Ist hier ein Doktor in der Nähe? Bringen Sie sie rein. Ist ein Arzt anwesend? Sie brach zusammen? Ja, sie sagte andere Namen Tonikum, aber es half nicht. Das denke ich mir. Seit dem Mord an Elliotson wird der Stadtteil mit gefälschtem Tonikum überschwemmt. Sie braucht Ruhe und Pflege. Aber ohne Medikation wird sich ihr Zustand schon bald verschlechtern. Was brauchen Sie? Ich brauche Vorräte. Und zwar viele. Und Medizin. Einige der raren Zutaten werden gestohlen und dann versteigert. Hoppla.
Ich helfe Ihnen gern. Hier ist die Liste. Miss? Wir kennen uns schon. Fry. Evie Fry. Florence Nightingale. Wir haben uns sogar schon kennengelernt. Das haben sie jetzt nicht clever gemacht, ne? Weil wir hatten ja erst den, den Charles Darwin fertig gemacht. Und da war sie ja schon dabei, die Nightingale. Und ja. Da haben wir, glaube ich, das Spiel ausgetrickst, ha? Huh? Aber sowas von haben wir das. Oh je, ich muss mich beeilen, den Hausierer aufspüren. Ein Hausierer, das ist einer, der so Krimskrams verkauft. So wie Konrads Spezialkleber. Sag ja zu KSK. So. Jetzt muss ich wieder auf Hektik hier, ne? Auf Hektik kann ich ja nicht, ne? Ach, komm aus dem Weg. Ach, ne, komm. Ich lauf das Stück. Ich lauf querfeldein. Links herum und mittendurch. Und überhaupt. Pegasus? Hat doch Flügel. Ist schon so, ne? Pferdchen. Sauerbraten. So. Empfohlen ist Level 3. Och, Gott, das schaffen wir, glaube ich. Den Hausierer aufspüren. Ich spüre ihn auf, ich weide ihn aus und ich werde ihn dazu zwingen, mir zu helfen. Wenn nötig, mit Gewalt. Ach Gott, Evie. Da ist er. Was? Den Trank des Hausierers stehlen? Ah, ich gehe mal von hier außen rum. Ah, ich muss die andere Richtung. Okay. Hier ist eine Kutsche. Die nehmen wir doch mal direkt mit. Die steht hier so einfach einsam rum. Einmal umdrehen und direkt jemanden überfahren. Sehr gut. Nur beim Wenden, nur beim Rangieren direkt jemanden überfahren. Komm schon! Ist wie ein Podracer hier. So. Whee. Ja, das Upgrade hat es echt in sich mit der Kutsche. Den Apotheker aufspüren. Ja, den finde ich schon. Den Apotheker finde ich schon, diesen fiesen Drömel. Oh, oh, verteidigen, schnell weg da. Aus dem Weg! Was, wer schießt da? Ah, hier! So. Wer schießt denn da? So, einmal quatschen mit ihm. Der sieht doch aus wie ein Apotheker. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Diese Vorräte sind für Miss Nightingale. Ich will sie abholen. Sie wurden schon auf den Wagen geladen. Bitte nehmen Sie sie. Hier! Na super. Sie meinen diesen Wagen? Ja. Das war ja klar. Seien Sie vorsichtig. Einiges davon ist sehr zerbrechlich. Los geht's. Wow, ist das Ding volatil. Unter einer Minute entführen. Ja, wenn ich rankomme... Wow! Hab ich aber gedriftet, du. Ja, ja, Clara wird sterben. Ich will aber nicht, dass sie stirbt. So, unter einer Minute. Perfekt. Oh, was für ein Zufall. Ich bin direkt an der Anstalt hier. Aha. So.
So. Hätten wir das auch. Prost. Sie sind zurück. Und keinen Moment zu früh. Haben Sie die nötigen Medikamente? Selbstverständlich. Geht es ihr? Sie wird wieder gesund. Avalon, Ellie, die Kinder. Dank Ihnen verteilen wir wieder echte Medizin. Aber ist das eine dauerhafte Lösung? Ich schlage vor, entsprechende Vorschriften zu erlassen. Lambeth steht in Ihrer Schuld. Lambeth. Es dauert lange, Dinge zu ändern. Aber ich werde nicht fortgehen, Miss Fry. Es gibt wieder Punkte. Herstellungsvorlagen, Wirksamkeit der Medizin. 2, sehr gut. Ach, Entschuldigung. So, Wirksamkeit der Medizin. Ich kann jetzt das herstellen. Upgrade. Upgrades. Herstellung. Upgrades. Da, Wirksamkeit der Medizin. Finden Sie ja schon weiter Verbesserung der Medizin. Yeah. Sehr gut. Okay. Das passt soweit. Ausrüstung? Haben wir da noch was Schönes? Auch noch nicht, ne? Wir schwimmen nur aktuell ein bisschen im Geld. Das macht aber nichts. So, Missionen. Man gebe mir Missionen. Das Problem ist, wir werden jetzt das hier machen müssen. Freundschaftlicher Wettbewerb. Das bedeutet, wir werden erstmal hier hingehen. Schnellreise. Werden dann in Jacob Fry wechseln. Und dann erstmal seine ganzen Punkte erstmal ausgeben. Der hat ja noch etliches an Fertigkeitspunkte wahrscheinlich, die wir nicht. Halten Sie RT gedrückt, wenn Sie die Sarutsch loslassen, um nahtlos in den Parcourslauf überzugehen. City of London. Okay. Dann, falscher Knopf. Wäre der hier nämlich. So. Wechseln. Okay, Jacob, wir müssen erstmal hier Fähigkeiten, erstmal Zeugs wieder ausfüllen hier, warte mal. Kaufen. Panzerkutsche, kaufen. Level up. Und wir haben noch 3 Punkte. Das geht nicht. Guck mal, wir haben eigentlich nur noch diese beiden Dinger hier. Den und den. Okay. Wo ist Greenie von mir? Greenie? Welchen Greenie? Ach, den Henry Green. Da müssen wir hin. Gut, los geht's. Attacke Bonanza. Falsche Richtung. Natürlich falsche Richtung. Und hopp. So, da gehen wir auch noch eine Etage hoch. Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Egal. Mitte war noch ein freier Punkt, echt? Stimmt, da war noch ein freier Punkt, hast recht. Hast vollkommen recht. Nehmen wir doch direkt. Ups. Einschüchterung. Dankeschön, habe ich nicht gesehen. Gefangen genommene Gegner. Ja, genau, dass die nicht abhauen wollen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Der Marco passt auf. Das ist doch wunderbar. Ein scharfes Auge. Und wenn wieder gegrillt wird, hat er auch entsprechende Zähne. So, hui, runter. Ich sag runter. So. Ey, hier brennt's. Ruf mal die Feuerwehr. Oh.
Jacob stellt sich Pearl Attaway vor, der Konkurrentin von Sterix Omnibus-Unternehmen, das im Besitz von Malcolm Milner ist. Ja, selbstverständlich wollte ich das nur wissen. Selbstverständlich. Miss Attaway. Ja, und wer? Oh, grandios. Sie sind hier, um mich zu ermorden. Pearl. Ist schon gut. Jeder hat seinen Preis. Ist das genug? Ich habe nicht vor, sie zu töten. Was wollen Sie dann? Mr. Starrick und die Milner Company haben ihre Vorhaben lange genug blockiert. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Wunderbar. Kommen Sie mit, wir haben viel zu besprechen, Mr. Jacob Fry. Zu Ihrem Dienst. At your service. Solche Worte hört man doch gern. Oh, wenn die mal nicht so ein bisschen anschäkert, hä? Wären Sie so freundlich, die Zügel zu nehmen? Ich nehme bei dir jede Zügel. Sie müssen verstehen, ich habe mehrere Morddrohungen erhalten. Malcolm Milner führt regelrecht Kriege gegen mich, seit Mr. Starrick seine Gesellschaft gekauft hat. Und nichts für ungut, hoffe ich, aber Sie sehen tatsächlich wie ein Mörder aus. Ich bezweifle, dass ich mich von dieser Kränkung erholen werde. Und was genau hätten Sie da? Englischer Humor. Ich sehe eine Möglichkeit, von der wir beide profitieren. Tun Sie das. Ist das so schwer zu glauben? Was immer Sie auch bezwecken, es dürfte äußerst anregend werden, gegen Milner und Starrick zurückzuschlagen. Ich habe schwer geschuftet. Der gehört zu Milner. Ja. Komm, schneller! Erledigt. Milners Angestellten töten. Ich tue mein Bestes. Wiseman, gehen Sie heute Abend zum Betriebshof, um eine besondere Aufgabe zu erfahren. Forbes. Will das Betriebshof erreichen. Okay. Los geht's. Alter Mädchen. Oh. Und jetzt? Was will die junge Dame jetzt hier von mir? Malcolm Milner. Starricks Marionette persönlich. Vorsicht, okay. Ihr Trottel. Dieses Pärzin muss noch zum Attaway Depot. Glaubt er könnte meine Busse niederbrennen? Geben wir ihm seine eigene Medizin. Und zwar die ganze verdammte Flasche. Wir nutzen Milners Parkesin gegen ihn. Doch dazu brauche ich meine Gang. Das ist unternehmerischer Instinkt, Mr. Fry. Ich überlasse das Ihnen. Oh. Natürlich. Einen Weg finden, die Omnibusse zu zerstören. Ich weiß nicht, was aus dem Fahrer wurde. Ja, Mädchen, ist ein Freund. Wir gehen mal darauf. So, ich hab da noch diese coolen Bolzen. Wo sind sie denn? Da. So, bringt euch mal alle gegenseitig um. Das finde ich eine gute Idee. Hey, lass meinen Kumpel in Ruhe.
Sind die auch alle tot? Sehr gut. Ne, da fehlt noch einer. Ah, den schnappe ich mir persönlich. Komm her. Zack. So. Ey, geil. Ich muss mal stoßen hier. Wie kann ich das denn stoßen? Ruck, Jacob. So. Na los. Weiter. Jacob. Oh, da kriegst du wieder einen tauben Daumen hier. So. Guck, ich habe sogar noch 3 halluzinogene Bolzen. Wie cool ist das denn? Den Wagen mit dem Sprengstoff anzünden. Ja, wo ist der Sprengstoff? Ah, anzünden. So. Nicht sie weg. Haha. Ich sehe schon vor mir, wie Milners Aktien abstürzen. Sie sind eingestellt. Oh, ich habe noch mehr Geschäfte für uns geplant. Senden Sie meiner Sekretärin Nachricht, dass sie einen Termin macht. Dann erkläre ich Ihnen den nächsten Schritt unseres Plans. Oh, ich arbeite eigentlich. Worms Tür zu. Nicht so. Jake Opp. Sehr gut. Okay. Jetzt stellt sich die Frage, wo ist das nächste? Da ist sie doch. Forschung und Entwicklung. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö, ne? Nö, haben wir nicht. Sehr gut, dann nehmen wir den. Forschung und Entwicklung. Ab in das Wägelchen. So, wo geht's lang? Da lang. Lauf schön weiter. Droschke! Ich verstehe nicht, wie der diesen Move hinkriegt. Wie kriegt man diesen Move hin? Dass man so da so rüberrammt. Das geht doch gar nicht. Der kann doch gar nicht so einen Seitwärtsimpuls aufbauen. Egal. Mach langsam. Halt an! Stopp! Haltet ein, mein Herr! Einmal reingesprungen. Mr. Fry, Sie sollten doch einen Termin ausmachen. Ich hatte gerade etwas Zeit. Sie haben Glück, dass ich Sie mag. Oh, ich sag's doch. Da läuft was. Da geht was. Verbrennungskraftmaschinen. 7 kleine Silben, die einen großen Haufen Geld bedeuten. Die Maschinen werden Milner mit dem Zug geliefert. Fangen Sie sie für mich ab und der Mann ist am Boden. Zerstört. Dafür werde ich einen zweiten Zug brauchen. Und ich glaube, ich weiß auch von wem. Von wem? Sind wir im Geschäft, Mr. Fry? Ja, selbstverständlich. Sie haben Glück, dass ich Sie mag. Miss Attaway. Oh. Da geht aber was. Sehr schön. Keinen einzigen Polizisten des Konvois töten. Ned Wynert aufspüren. Ich spüre ihn auf. Aber es ist doch eine Sie, denke ich mal. Die sieht jedenfalls aus. Er sieht jedenfalls aus wie eine Sie. Das ist ja auch nicht weiter dramatisch, aber auffällig. Ein fetter Revolver. Na 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 na. Ja, wir könnten mal eben schauen, Inventar. Waffen. Schusswaffen. Oh, selbstladendes Modell. Sehr cool. In Besitz? Ja, dann nehmen wir die doch, ne?
Und die werden wir auch noch direkt verbessern. Upgrade. Reflexschussgenauigkeit. Volles Pfund. Wie geil ist das denn? Machen. Genau das Richtige nach einem harten Tag im Büro. Genau das Richtige. So, wo ist er denn, Ned? Flanders. Ah, hier. Das ist Dosha. Ach Gottchen. Wow! Scheiße! Jetzt aber. Oh, drei Stück. Au. Kleine Planänderung. Das ist hier draußen los. Genau, kleine Planänderung. Verdammt nochmal. Wo kommen Sie denn so plötzlich her? Ich glaube, Sie meinten, vielen Dank, Frau Knastbruder. Ich arbeite strikt nach dem Grundsatz des Handels. Frau Knastbruder. So, jetzt lassen wir ihn mal raus hier. So. Also, was wollen Sie, Fry? Warum glauben Sie, dass ich was von Ihnen will? Vielleicht habe ich Sie aus reiner Herzensgüte gerettet. Gut, ich sage Ihnen, worum es geht. Sehr gut. Milner hat viel Fracht geladen. Kümmern Sie sich nur um den Transfer. Geben Sie es ihm. Natürlich. Wir haben keine Zeit. Machen Sie hin. Ich beeil mich ja schon. Die Waggons mit Verstärkung abkoppeln. Wow, 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 wow. Komm schon, komm schon, komm schon. Da ist er. So. Ja, ich habe keine Zeit, ich weiß. Mach die Kiste auf. Nein, die nicht. Komm, die koppeln wir einfach mal ab hier. Eiskalt abgeknallt. So. So. Nicht das, was ich suche. Bei dem Manteau. So.
Ciao. Na, wer sagt's denn? Abkoppeln hier. Sehr gut. Und lösen. Abkoppeln. Boah, weg damit. Ja, wie soll ich nett verteidigen? Ich komme. Kommt jetzt wieder das Gatling-Teil? Das wäre natürlich richtig nice. Die Verbrennungskraftmaschine. Das Ende des Pferdegespanns. Das ist wie ein Blick in die Zukunft. Und wie hoch ist der Verkaufspreis für die Zukunft, meinen Sie? Oh, wir verkaufen sie nicht. Wollen Sie sie etwa verschenken? Sie werden trotzdem bezahlt. Wer ist diese Pearl überhaupt? Wie lange kennen Sie sie? Wir sind Geschäftspartner. Mehr müssen Sie nicht wissen. So, keinen einzigen Polizisten des Konvois töten? Was? Ich hab doch keinen getötet. Egal. So, erledigt. Ich hoffe, ich hab's nicht zu doll übertrieben. Ein bisschen Blattgold hier und da, ein paar Spritzer Shellack auf das Holz. Alles neu gepolstert. Und wie gefallen dir die Lampenschirme? Sehr schön, sehr hübsch. Hervorragend. Ein Brief. Für mich? Na, wer weiß. So, sehr gut. Was machen wir jetzt? Da ist nochmal Jacob. Nur der Stärkste überlebt. Das machen wir. Fry, wie schön, Sie zu sehen. Finde ich auch. Ist auch mal wieder schön, mich zu sehen. Das ist richtig. So, gehen wir mal darüber. Hui! Ach, sieht das alles nett hier aus, oder? Ich finde das sehr nett. Einmal hier rauf.